Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Wir kämpfen uns gerade die Ranell-Spitze hoch, haben schon einige Rätsel hinter uns gebracht und sind das letzte Mal hier zum Stehen gekommen, als wir... Genau. Hier hinauf wollten, aber es geht doch relativ einfach mit dem Felsen. Das hatten wir uns schwieriger vorgestellt. So, jetzt müssen wir ja so gut wie da sein. Oh ja, wir sind schon da. Haben wir ja quasi kurz vor Ende aufgehört. Und jetzt sind wir ganz hoch angekommen? Fragezeichen? Da war ja der ganz große Riss. Ach, schon wieder diese blöden Flatterviecher. Bitte einmal treffen. Wäre voll gut. Dankeschön. Da geht's tief runter. So, hier wollen wir ja hin. So weit kann's doch eigentlich nicht mehr sein. Was schwebt denn da rum? Und was tut es? Es scheint relativ stark zu sein. Ha, aber nicht stark genug. Oh nein! Es ist... Nein, gut. Ich wollte gerade sagen, es ist wirklich da ein Moor darunter gesackt. Dieses Monster verschießt Strahlen aus seinem Auge, um seine Artgenossen zu beschützen. Harmlos, wenn es allein ist. Und wenn es nicht allein ist? Dann ist es nicht harmlos. Ha, 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 ha. Ich kann das Moment. Meine eigene Schneekugel. Kugelt mit Lust abhänge herunter. Zusammenstöße sollte man meiden, auch wenn sie überraschend brüchig ist. Hihi. Ja, geil. Wisst ihr, dieses Bild kommt ja so häufig vor. Aber auf welchem Berg kullern in regelmäßigen Abständen irgendwelche Schneebälle runter? Anscheinend auf diesem. Ein Herzcontainer. Wie drankommen? Easy. Du hast ein Herzteil erhalten. Wie viele habe ich denn? Wenn ich 4 Stück davon sammle, wie viel habe ich? 3. Na gut. Hier war ich doch schon. Wo geht's denn weiter? Bin ich schon hergekommen oder nicht? Ups, da kommt was. Oh, da müssen wir rüber. Okay. Ah, Hallöchen, Kleiner. Lass mich doch erstmal den Weg freuen. Och, Mann. Puh, der Gipfel ist nicht mehr weit. So weit oben war Condé lange nicht mehr. Oh? Oh, Daddy ist da. Oder Brudi. Ah, ist das Brudi? Oh. Hey, hallo, hier ist Condé. Condé hat dich so vermisst. Condé war so allein. Warum läufst du weg? Wo willst du hin? Oh. Hey! Okay. Da blitzt was drin, bilde ich mir ein. Tatsache. Aber vielleicht sollte man die nicht alle wegschmelzen.
hier müssen wir hoch, was? Irgendwo. Ah! Immer der Karte nach, immer der Karte nach. Eieiei. Oh Gott. Davon träume ich heute Nacht. Toll. Hat supi geklappt. Oh, nee, nein, 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 das wollte ich nicht. Na toll! Habe ich dem mein Bett gerade entgegengeschmissen? Na toll. Würdest du dich mal wehren? Mann! Muss man hier seine Energie opfern, ey. Wenn man nicht alles selber macht. Dann tust du mir halt weh. So, Iron Zelda. Was ist das? Es ist grün. Und da schwimmt was drin. Oh. Ein Kohlerock. Wenn er angegriffen wird, wehrt dieser Hitzkopf sich mit schnellen Bewegungen. Kälte kühlt sein Hütchen. Aha. Felstoffel. Mhm. Direkt konsumiert kann dieses Item Herzen auffüllen. Auf diese Weise eingesetzt ist der Effekt aber schwach. Eine Felstoffel. Wer kennt sie nicht? Die grandiose Felstoffel. Tut mir das gut? Ja. Ah, heiße Quelle, schön. Noch ein Weh, Freund. Okay. War das Condé? Oh. Rudi! Was ist passiert? Condé dachte, Brudi wäre endlich zurück. Dachte, Condé hätte ihn endlich gefunden. Aber warum schubst Brudi Condé? Ist alles in Ordnung? Ja, aber ich brauche... ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Condé ist robust gebaut. Condé hat sich nur sehr erschrocken. Du siehst aber trotzdem irgendwie niedergeschlagen aus. Ja, vielleicht fühlt sich Condé nicht ganz so gut wie sonst. Du hast ja gesagt, dass du schon lange darauf wartest, deinen Bruder wiederzusehen. Wirklich seltsam, wie er sich da verhält. Vielleicht liegt es daran, dass Condé unartig war. Unartig? Das war das Letzte, was Brudi bei Abschied von Condé gesagt hat. Sei immer schön artig. Seit Papa im Himmel ist, wartet Condé allein darauf, dass Brudi wieder zurückkommt. Aber er kommt einfach nicht. Condé hat nachgedacht, was der Grund dafür sein könnte. Vielleicht war Condé nicht artig genug und deshalb mag Brudi nicht heimkommen. Also hat Condé sich ganz doll angestrengt, um wie versprochen artig zu werden. Dann kommt Brudi sicher irgendwann. Ja, ganz bestimmt. Willst du jetzt nicht hinter ihm her? Brudi ist nach Norden gegangen. Aber Condé bleibt lieber hier. Condé will nicht noch einmal geschubst werden. Condé muss jetzt nachdenken. Zelda und Tri, Entschuldigung. Bitte lass Condé eine Weile allein. Oh. Oh.
Aber wir sind schon nah dran. Wir sind schon nah dran. Ja, aber unseren Wegfreund, genau, der ist hier. Okay, alles gut. Oh. Ja, der ist da rein in den Riss, okay. Fußspuren. Stammen die von Gudés Bruder? Ich kann meine Gefährten wahrnehmen. Diesen Riss können wir betreten. Na dann, nix wie rein. Oder ist hier noch was? Nee, ne? Nee. Okay. Wohl da oben? Nee. Okay, rein da. Hopp, hopp. Hier müsste ich einen Zugang öffnen können. Weiche zurück, Zelda. Energie sammeln noch. Kann ich auf diese Wolken springen? Ach du Schande, da sind noch andere von diesen Wirbelviechern. Aber hier sind die gleichen. Wer dich? Himmel! Egal. Oh, das ist gut. Komm mal bitte hierher. Na also. Du bist ein bisschen langsam. Mir glüht ein Glutpfeffer. Dem wird es noch mehr geben, fürchte ich. Manu! Oh Mann. Also. Ein Bulovi. Diese Blasebälger können dich mit ihrem Atem glatt wegpusten, wenn du nicht aufpasst. Ich habe doch überhaupt keinen Überblick mehr, was für Viecher ich hier habe. Wahnsinn! Ich kann Wölkchen erschaffen. Die Kraft des Nichts hat die Wolke so weit verfestigt, dass sie eine kurze Zeit lang dein Gewicht trägt. Nice. So, da ist eine Truhe. Ja, die geht irgendwann kaputt. Okay. Du hast einen Monsterstein erhalten. Haha. Ah, so. Wo liegt's denn sonst noch weiter? Hier liegt ein bisschen höher.
nicht gut gezielt. Wo muss ich denn hin? Da bin ich hergekommen. Da hoch? Nee, sieht auch nicht so aus. Da ist auch nichts. Aber auch nichts, was mir jetzt irgendwie... Na sowas. Okay. Aber ist auch wirklich nichts, was uns irgendwie weiterbringt, oder? So, hier nicht, da nicht. Spitze. Ah, wenigstens verliere ich keine Energie dabei. Hier vielleicht. Versuche jetzt einfach mal immer ein Stückchen weiter zu gehen. Upsa! Vielleicht ist das so gedacht, vielleicht auch nicht. Oh doch, da ist einer. Okay, hier. Ah, guckt mal, da geht's weiter. Upsa. So findet man natürlich auch den Weg. Ja, hier war ich ja auch schon, ne? Bin ja auch doof. Ach, easy. Upsa. Nö, eigentlich will ich lieber den hier. Erst anvisieren und dann beschwören ist voll cool. Dann hauen die direkt drauf. Mist. Mist. Ach, ich sag doch erst... Nee, den da anvisieren, bitte. Ha! Sehr nice. Was ist denn das? Da ist ein Baum im Weg! Das gibt's doch nicht!
kann nicht auf den Baum springen. Nee, ganz so weit komme ich dann doch nicht. Nee, zu weit weg. Keine gute Idee. Wie kann ich denn weiter unten? Die macht ja immer so in Blickhöhe die Wolken. Das ist ja ungünstig. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Okay, und jetzt? Mit dem Bett? Vielleicht? Was sind denn das für Schnecken? Sind das Eisschnecken? Na toll, das reicht nicht. Ein bisschen blöd, wenn man hier... Ich habe keine Map von dem Ganzen hier. Da komme ich aber drauf. Okay, gut. Give me a kiss. Noch besser. Wartet. Hä? Ich kann auf dem Bett kein Wasser. Aber einen Eisklotz will ich auch nicht. Ich halt doch die Kiste. Haha. Dann geht's halt abwärts, ne? Nein! Mist, ich kann nicht rüber schießen. Schade. Nein! Jetzt. Randellspitze nicht. Jawohl, ja. Menü? Nein, wir haben schon genug Energie verballert. So. Na toll. Ja, ich vergaß. Moment. Vollkörperkontakt, keine gute Idee. Ich kann Wolken beschwören. Hier rechts rüber. Ich kann nur nicht immer zielgerichtet drauf springen. So, da oben müssen wir irgendwie hoch. Da können wir auch mit der Spinne hoch. Trotzdem erstmal gucken, was wir hier haben. Natürlich insofern praktisch, dass sie quasi eine Bettenbrücke sind, ohne dass sie irgendwo festen Stand haben müssen. Oh, ein Wölflein!
Gott. Das Vieh hat ja ein Tempo. Okay. Also, mein Wölflein. Ein Wolfoss. Der Schrecken aller Reisenden läuft in Kreisen um seine Beute, um sie zu verwirren. Klingt nice. Aha! Wirklich ein guter Tipp. Viel zielgerichteter. Erst anvisieren. Und dann beschwören. Viel besser. So. Okay. Ah, da kann ich rüber. Okay. Langsam müssen wir mal zum Ende kommen. Weit genug. Verliere ich hier Leben dabei? Ich scheine dabei Leben zu verlieren. Jetzt spring doch! Ja, die Decke ist im Weg. Nein, wie komme ich hier wieder weg? Die Decke ist im Weg. Ah, okay. Oh Mann. So, hier geht's aber anscheinend nicht unbedingt hin. Wir müssen ja eigentlich fast durch sein. Frage ist, wo geht's jetzt als nächstes hin? Ja, wir müssen da hoch. Fast. Ja, das ist natürlich, das ist quasi unendliche Bettenbrücke. Fast. Ich glaube, genauso ist es auch gedacht. Ha. Noch ein Wolf. Bleib schön da unten. Ich glaube, ich nehme meinen eigenen Wolf. Aua! Ich hab nicht mehr viele Tränke. Nicht gut. Immerhin. Energie aufgeladen. So. Das sieht doch aus, als wären wir da. Was ist das?
Ein großes Bild und Schrift. Mit dem Ballon vom Hebraberg bis auf diesen Berg hier. Die heilige Ranell-Spitze. Der Testflug war ein voller Erfolg. Da ich hier ohnehin Rast mache, werde ich auch eine Nachricht auf dieser Felswand für die Nachwelt hinterlassen. In der Tradition meines Vaters bin ich nun zum ersten Mal allein zu einer Reise aufgebrochen. Um meinen geliebten Bruder Condé kümmert Vater sich so lange. Mein erstes Abenteuer ganz allein. Das ist natürlich furchterregend, aber auch unglaublich spannend. Irgendwann werde ich Condé mit auf die Reise nehmen. Das wird dann sicher ein noch tolleres Abenteuer. So, nun muss ich mich langsam auf den erneuten Aufbruch vorbereiten. Stammt das von Condés Bruder? Dann ist das hier wohl Condés Bruder. Er war also überhaupt nicht enttäuscht von Condé. Condé hat uns vor dem Schneesturm gerettet. Wenn wir ihn mit dieser Nachricht aufhalten könnten, würde mich das freuen. Okay, das klingt doch ganz nett. Aber, liebe Leute, es ist schon spät. Wir machen beim nächsten Mal an dieser Stelle weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und wir sehen uns. Ciao, ciao, bis dann. Thank you.